Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen kurz angespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute Return to the Roots. Was ist Return to the Roots? Ach, da oben steht schon, so ein Spielverderber. Die inoffizielle Erweiterung von Blue Bytes, die Siedler 2. Siedler 2 kennt man vielleicht noch, damals Anfang der 90er war das so die Aufbau-Daddel-Simulation aus Deutschland. So, von hier so. Und ja, das Ganze hat jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel. Da gab es auch schon, ich glaube, da gab es sogar schon ein Cover von. Also das ganze Spiel wurde schon mal 1:1 neu aufgelegt in neuer Grafik. Für Windows natürlich. Und ja, man kann aber auch dank den, da gucken wir gerade nochmal, wo steht das denn? Da steht das denn. Da, von den Settler Freaks. Dank dieser Portierung kann man das Spiel, wie es damals war, auch für Linux spielen. Und natürlich mit diversen, und die Betonung liegt auf diversen Verbesserungen, unter anderem natürlich Full-HD-Auflösung, wenn auch nicht Full-HD-Grafiken, aber dazu gleich mehr. Ihr seht aktuell die Nightly-Version vom 9.3.2016. Es gibt also auch eine stabile, die wird explizit zum Online-Spielen empfohlen. 0.8.1, glaube ich, ist das. Aber ihr seht jetzt die Nightly. Inwiefern sich das unterscheidet, weiß ich nicht. Ich habe einfach mal die Nightly geladen, weil ich so on the edge sein wollte. Gut. Zuallererst gehen wir mal die Einstellungen durch, denn da habe ich etwas gefunden, was nicht ganz uninteressant ist. Gehen wir mal drauf. Also ihr gebt euren Namen ein, Systemsprache. Das Ganze auch in Deutsch verfügbar. Wunderbar, wunderschön. Hier könnt ihr noch einstellen IP4 oder IP6. Und dann gehen wir mal auf den Button Grafik. Also hier die Auflösung hochdonnern, Fenstermodus, Vollbildmodus, je nachdem wie es beliebt. Und dann gibt es die Option begrenzte Framerate. Das ist standardmäßig scheinbar eingestellt auf deaktiviert. Das heißt dann, ja, angenommen, dieses Spiel verbraucht wirklich nicht viel Ressourcen. Aber angenommen, ihr habt das auf deaktiviert stehen und spielt auf einem Notebook mit einem eingeschlossenen und aktiven Akku, sprich ohne externe Stromversorgung. Dann kann es halt auch mal eben sein, dass selbst der Intel-Chipsatz den Akku dermaßen strapaziert. Das. Und ich sage mal, das muss nicht sein, deswegen, das kann man ruhig mal auf 25 Frames begrenzen. Ich kann ja mal auf 30 hochstellen. Nicht, dass das jetzt irgendeinen großen Unterschied machen sollte, aber wir gucken mal. Optimierte Texturen war standardmäßig an, weiß ich nicht genau, was damit auf sich hat. Ist ja auch Wumpe. Ansonsten Sound, Musik, alles recht minimal. Ich hoffe, es übertönt mich nachher nicht. Erweiterungen, ja, da kann man wohl, also abseits des Spielverhaltens, wie es damals war, diverse Veränderungen, Verbesserungen, Mods, möchte man ja sagen, hinzuschalten oder auch deaktivieren. Grenze, Anzahl von Katapulten, so ein Gedöns halt. Also wer da sich für interessiert, der darf sich da gerne durchklicken. Ich denke mal, ihr wollt viel eher Gameplay sehen, deswegen lasse ich es dabei jetzt mal, belasse ich es dabei jetzt erstmal. Wir sagen Einzelspieler, weil wir für Multiplayer zu feige sind und starten ein Endlosspiel auf einer der grandiosen Karten. Das werden wir natürlich nicht zu Ende spielen, denn wie wir uns alle, Bergschlumpf, auch gut, wie wir uns alle vielleicht noch erinnern, ist die Siedler, egal in welcher Version man spielt, jetzt nicht unbedingt ein Spiel, das man in der Viertelstunde durch hat. Ganz im Gegenteil, selbst mit einem Gegner, wie man jetzt hier sieht, eine relativ kleine Karte, kann es schon mal sein, dass das Ganze etwas länger dauert, deswegen dies nur eine kurze Einführung, damit ihr seht, was es eigentlich ist. Gerade für diejenigen interessant, die das Spiel vielleicht noch nie gesehen oder gespielt haben. So, Geschwindigkeit, Spielziel, kein Spielziel. Da kann man jetzt zum Beispiel einstellen. Besitz des Landes oder die Alleinherrschaft. Das ist, glaube ich, relativ naheliegend, was damit gemeint sein könnte. Es gibt diverse Völker mehr als in der Ursprungsversion. Liest man zumindest auf der Homepage vom Spiel. Siedler25.org, glaube ich, war das. Stand eben im Hauptmenü. Könnt ihr zurückspulen, wenn ihr möchtet. Ansonsten, ach ja, legen wir los. Wird schon irgendwie klappen, ne? So, da ist es. Für die Toneffekte möchte ich mich quasi vorab schon entschuldigen. Hi, ich bin ein Computerspieler und ich bin noch nicht besonders gut. Ja, das ist doch genau meine Gewichtsklasse dann. Für die Toneffekte, die sind halt immer noch so, wie sie damals waren. Das heißt, irgendwo gibt es einen Kuh-Sound, der klingt nicht wirklich nach Kuh. Sagen wir es mal so. Oder ein Schaf-Sound war es, glaube ich. Aber ich möchte euch die Überraschung nicht nehmen. Versucht einfach mal zu lauschen. Also, man baut eine kleine Siedlung auf.
Deswegen heißt das Spiel ja auch Siedler und versucht dabei nicht alles Mögliche falsch zu machen. Im Gegensatz zu Wildlands, und Wildlands ist ja hiervon inspiriert, im Gegensatz zu Wildlands kann man es hier relativ gut, wenn man sich Mühe gibt, am Anfang direkt verkacken, indem man den Rohstofffluss nicht beachtet und dann plötzlich keine Waren mehr hat und nicht mehr weiterspielen kann. Das kann passieren, da muss man drauf aufpassen. Als allererstes baut man im Regelfall einen Holzfäller, einen Steinbruch. Und damit uns das Holz nicht ausgeht, würde ich sagen, wir basteln uns direkt noch ein Forsthaus dabei. Im Normalfall ist es so, dass in eurem Haupthaus relativ viele Anfangsressourcen am Start sind. Das heißt, das sollte man sich zumindest nicht allzu viel Sorgen machen. Aber wie gesagt, wenn man ein bisschen falsch rumwirtschaftet, dann ist das eben auch vorbei. Und es scheint so zu sein, ihr dürft mich gerne korrigieren, falls ich ja als Mist erzähle, es scheint so zu sein, dass man durch den Abriss von Gebäuden keine Ressourcen zurückbekommt. Das heißt, selbst wenn man sich einmal verbaut hat, wenn also die Ressourcen knapp sind, dann kann man jetzt nicht sagen, ach super, dann reiße ich meine 15 Holzfällerhütten ab, um das Zeug zurückzubekommen, was ich meinetwegen für den Steinbruch brauche. Das geht wohl nicht. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Und weil wir dem Gegner natürlich keinen Meter Platz gönnen, fangen wir direkt mal an mit einer Wachstube. Und dann ist es gut. Also zum Gameplay noch ein bisschen. Hier kriegen wir unser Holz, da kriegen wir unser Stein, wenn die Geschichte fertig ist und sich da jemand reingesetzt hat. Ich glaube, da kommt er gerade anmarschiert. Jawohl, ja. Hier werden zusätzliche Bäume gepflanzt, damit dieser kleine Wald nicht dafür, also nicht allzu schnell verschwindet. Und die Wachstube, die wir da unten gebaut haben, die wird dafür sorgen, dass diese Grenze, wie ihr sie seht, gleich sich nach unten verschieben wird. In Richtung des Feindes, des Bösen. Wobei ich keine Ahnung habe, gegen wen wir spielen. Ich glaube, das haben wir auf Random eingestellt. Bin mir da nicht sicher gerade. Wie dem auch sei. Was gibt's denn noch Schönes zum Bauen? Jetzt ist das natürlich nicht alles, sondern es wird früher oder später auch so sein, dass man nicht nur mit Stein und Holz rumeiert, sondern letztlich natürlich auch bessere Rohstoffe braucht, wie beispielsweise Eisen, aber auch Gold. Kohle wird gebraucht, um das Ganze dann nachher zu schmelzen und so weiter und so fort. Also diese ganze Geschichte hier ist eine nette, kleine und vor allem komplexe Warenwirtschaftssimulation, sag ich mal, mit in knuddeliger Grafik. Und da können mir die HD-Texturen verwöhnten Geister der heutigen Spielzeit einiges erzählen. Es sieht immer noch süß aus. Pixel und Kanten hin oder her. Denn das war ja mitunter der große Vorteil, möchte ich jetzt nicht sagen, aber der große Faktor, den das Spiel seinerzeit ausgemacht hat. Dieses Wuselige, der Wuselfaktor. Lange, lange Zeit ging es beim Spielen, zumindest in DE, in manchen Spielemagazinen, darum, wie groß der Wuselfaktor war oder ist. Und das mag heute vielleicht nicht mehr so sein, obwohl heute eigentlich die Hardware dafür da wäre, es richtig hardcore wuseln zu lassen. Also man kann ja mal eben hier Cossacks at War oder so, macht das ja wunderbar vor. Da kannst du mal eben 50.000 bis 100.000 Einheiten differenziert voneinander animieren. Und ja, alles, was du dafür brauchst, ist eine Mittelklasse-Grafikkarte und ein bisschen CPU. Aber, naja, heute liegt das Hauptaugenmerk dann doch wahrscheinlich irgendwo anders. So ein bisschen in die Warenwirtschaftskette würde ich halt schon gerne noch eingehen. Wir können ja mal einen Spähturm noch bauen. Tut auch nicht weh. Gibt verschiedene Gebäudegrößen, unschwer zu erkennen mittlerweile wahrscheinlich. Also klein und mittel und dann hier groß. Kann man durchklicken. Man muss das jetzt nicht großartig erforschen oder so, sondern die Geschichten stehen einem von Anfang an zur Verfügung. Was halt gerade den Reiz ausmacht, denn das lädt natürlich dazu ein, viel in Anführungszeichen Mist zu bauen. Und im Nachhinein zu merken, ja verdammt, hätte ich mal vielleicht meine begrenzten Ressourcen in irgendwas anderes reingesteckt. Als jetzt, weiß ich nicht, was gibt's hier Pompöses als eine Eselszucht. Ne? Kommt später noch. Ah, können wir ja mal. Solange man hier ein bisschen wartet, können wir das vielleicht einfach mal durchspielen, was es so alles gibt. Also Klapp Holzfäller, Forsthaus, Steinbruch. Fischerhütte und Jagdhaus ist, glaube ich, selbsterklärend. Das gibt Nahrung. Nahrung braucht man für die Bergwirtschaft. Brunnen ist auch klar. Wasser, Spähturm.
Sägewerk ist ganz gar nicht so uninteressant. Ich glaube, das bauen wir auch einfach mal, denn das verschafft euch besseres Baumaterial. Also von den ursprünglichen Holzstämmen hin zu gesägten Brettern. Glaube ich, relativ naheliegend. Was haben wir noch am Start? Fleischerei ist auch klar. Rumschlachten und so. Mühle, Bäckerei, Eisenschmelze, da geht schon langsam los in Richtung bessere Rohstoffe. Schlosserei, Schmiede, Minzprägerei, Werft, Brauerei, Lagerhaus und Katapult. Also alles selbsterklärende Begriffe und am Ende noch der Bauernhof, die Schweinezucht und die Eselszucht. Eselszucht ist, um eure Leute, die jetzt hier stehen und die Sachen von A nach B tragen, durch Esel zu ersetzen oder zu ergänzen, dass das Ganze ein bisschen schneller ist. Und Schweinezucht, ja, happy happy. Bauernhof, gleiches Spiel, nur etwas vegetarischer. Spielt aber nachher alles in, also man braucht von allem allem. Das spielt nämlich alles so ineinander. Ich glaube, das wird zu Rationen zusammengebunden. War das hier auch so? Oh, da sieht man mal, wie klein diese Karte eigentlich ist. Man kann wunderbar so zu sich selbst scrollen. Eine Endloskarte. Gut. Auch das zweite Wachhütlein ist fertig. Dann können wir ja eigentlich hier mal so eine Fischerhütte bauen. Fischerhütchen. Ist jetzt nicht die aufregendste Karte, also landschaftlich relativ simpel, sag ich mal. Gibt es eigentlich noch dickere? Ein Wachturm. Ich bin dafür, wir bauen einen Wachturm. Abseits. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Glaubensrichtungen zu tun. Wobei, das heißt doch, glaube ich, anders. Heißt es nicht Leuchtturm? Unabhängig. Ist nicht relevant. Da ist der Spähturm fertig geworden, hat man auch direkt gemerkt. Und wir bauen, tada, weil ich so ein Genie bin, in die falsche Richtung. Und das schon eine ganze Weile. So, ich glaube, diese Baustelle können wir abbrechen dran. Die Flanken brauchen wir auch nicht mehr. So schnell kann das gehen. Ich dachte, ich wäre am oberen Rand der Karte. Und habe mich damit geirrt. Schade. Schön dumm. Gehört dazu. Ach, jetzt ist hier doch noch was dazu. Eine Festung. 4 Bretter, 7 Steine. Klar. Machen wir. So. So, die sind jetzt ein bisschen verwirrt hier. Den habe ich den Weg geklaut. Jetzt wissen sie nicht, wohin mit sich. Arme Kerle. Sie wirken ein bisschen wie Lemminge. Sofern man denn das Original von damals kennt. Ja, wie gesagt, das Spiel dauert ein bisschen. Können wir so ein bisschen durchklicken. Da hätte ich es vielleicht sofort gesehen, wo ich bin. Wenn ich auf die grandiose Idee gekommen wäre, die Karte aufzumachen. Ansonsten hier Verteilung, Transport, ein paar Untermenüs, wo man halt sehen kann, was gerade so abgeht. Wenn man sich dann dafür interessiert, ist manchmal gar nicht so unnütz. Schiffsregister, guck mal an, ich habe gar keine. Ansonsten hier die Bauhilfe, das habe ich relativ am Anfang angeschaltet. Also ich sag mal, so ist es hübscher. Aber so weiß man halt, wie man wo agieren kann. Und das Postfenster, das euch darüber informiert, was ihr alles so verpasst habt in letzter Zeit. Also hier Spähturm besetzt, Militärgebäude besetzt und so weiter und so fort. Sie werden angegriffen, steht dann nachher auch da. Und so weiter und so fort. Und ja, was soll ich sagen? Das war's eigentlich im Groben und Ganzen schon. Jetzt ist das Spiel natürlich sehr viel komplexer, als es jetzt im ersten Moment scheint. Die Kämpfe werden auch nicht Einheit gegen Einheit ausgetragen, also indirekt schon, aber direkt ist es einem nur möglich, als Spieler die Militärgebäude des Gegners anzuvisieren. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, soweit ich weiß, ehrlich, korrigiert mich, falls das falsch ist, soweit ich weiß, könnt ihr nicht sagen, ja, mach mal das Sägewerk von dem kaputt. Das ist also nicht eine Option, sondern ihr könnt lediglich hier diese Wachgebäude versuchen zu besetzen, was euch wiederum die Kontrolle über die Ländereien des Gegners verschafft. Und so arbeitet ihr euch dann, wenn ihr irgendwann mal Grenze an Grenze seid, immer weiter in Richtung des Gegners vor, bis ihr letztlich das Hauptgebäude von ihm eingenommen habt, beziehungsweise da keine Soldaten mehr drin sind und ihr dann einfach reinstolziert und dann gehört alles euch und dann habt ihr gewonnen und dann seid ihr der King of the Hill oder der King im Ring oder ihr seid halt irgendein König, der es drauf hat. Fällt mir noch mehr dazu ein. Ach ja, einer der wichtigsten Faktoren. Jetzt ist das Spiel natürlich nicht unbedingt das Allerneueste. Das ändert aber nichts an der Tatsache daran, dass es offiziell weiterhin und immer noch gekauft werden müsste, um auch diese Portierung spielen zu können. Das heißt, ihr benötigt die Originalspieldateien, die ihr entweder noch zu Hause irgendwo rumfliegen habt, auf, weiß ich nicht, Diskette, CD, DVD ist schon unwahrscheinlich, oder auf Platte.
Oder die ihr bei, weiß ich nicht, irgendeinem Online-Händler, beispielsweise GOG, gog.com, da dürfte es die Dateien geben. Oder, ja, wie man das dreht und wendet, irgendwie kriegt man die Spieldateien für die Siedler 2 aus dem Internet. Das dazu. Und dann kann man hier loslegen. Die hinterlegt man dann irgendwie im Ordner unter... Boah, steht in der README, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich habe es eben gemacht und trotzdem ist es schon wieder weg. So schnell kann es gehen. Das Alter lässt mich nicht unberührt. Dann würde ich sagen, sage ich hier erstmal tschüss. Ja, ich denke, das tue ich jetzt. Und hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr mir irgendwas dazu sagen möchtet, zu dem schönen Spiel, erstmal gibt es noch ein paar Informationen dazu, natürlich auf folase-linuxgaming.de. Aber wenn ihr den Artikel dort erweitern möchtet oder mir generell was sagen möchtet, dann tut das am besten hier in den Kommentaren, also auf YouTube, oder aber auf folase, oder aber per Briefpost an, ich gebe meine Adresse nicht raus, Straße 7 in 35 17 36, Berlin-Kreuzberg. Keine Ahnung. Ihr wisst schon, wie das geht. Ich glaube, die wenigsten, die das hier sehen, wissen nicht, wie man Internet schreibt. Ich glaube, wir müssen wissen, wie man Internet schreibt. Das war eine komische... Ah, egal. Ich höre jetzt auf zu reden. Also, bis zum nächsten Mal. Macht das gut, haut da rein. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Und tschüss.